Und jetzt gehen wir auf den Jahrmarkt. Kirmes in Oldenburg. Läuft die fünfte Jahreszeit an. Der Kramermarkt. Eine ganze Region freut sich da auf den großen Stimmungsaufheller jetzt im Herbst. Der wird ja irgendwann noch mal dunkel und schmuddelig. Anna Körber meldet sich live, hat sich schon so ein bisschen umgeschaut. Was geht denn alles in diesem Jahr, Anna? Die Frage ist nicht, was geht, sondern was dreht sich hier auf dem Kramermarkt in Oldenburg. Hinter mir ist das der Breakdancer, der wirklich alle Mägen hier an die Grenze bringt. Also so wie schnell, wie sich das dreht. Ich könnte da nicht mitfahren. Jetzt ist es so hier beim Kramermarkt, dass in den letzten 2 Jahren 15% mehr Besucher kommen, als normalerweise vor der Pandemie gekommen sind. Und das, obwohl alles teurer geworden ist. Der Breakdancer kostet immer noch 4 Euro. Aber vieles andere ist teurer geworden. Und trotzdem kommen die Leute hier in Scharen. Ja, mit Freunden und Bekannten unterwegs, das ist immer viel wert. Und viele Leute zu treffen und zu sehen, das blühende Leben mal wieder zu genießen, ist immer schön. Man kann ja ein bisschen aufs Geld achten. Aber es macht Spaß und man muss ja nicht jeden Tag hingehen. Wir haben 4 Kids dabei. Das Lachen der Kinder, das schafft einfach. Ne? Also hier, ab ins Riesenrad, geht das Herz auf, die Kinder lachen. Ja, dafür machen wir es eigentlich hauptsächlich. Aber hier lachen natürlich nicht nur die Kinder. Es gibt über 35 Fahrgeschäfte und 2 davon sind ganz, ganz neu. Unter anderem gibt es jetzt den Kickdown. Das ist eine Scheibe, die sich dreht und mit Zentrifugalkraft arbeitet. Also die rüttelt einen richtig durch. Und dann gibt es noch Excalibur, das Schwert, was auch den härtesten Magen in die Knie zwingen dürfte. Und die arbeitet mit 4G, also das ist das Vierfache der Erdanziehungskraft. Das sind die Neuheiten hier auf dem Kramermarkt. Und warum es so wichtig ist, immer Neuigkeiten auf dem Markt zu haben, das kann uns der Marktmeister sagen, Dennis Ostendorf. Warum ist das so wichtig? Ja, wir sind hier auf dem Oldenburger Kramermarkt, dem größten Volksfest in der ganzen Region. 10 Tage, über 1 Million Besucher. Wir wollen natürlich jedes Jahr ein attraktives, abwechslungsreiches Angebot schaffen für alle Besucher, auch im Folgejahr, damit es wieder Neuheiten gibt und die Leute auch gerne wieder nach Oldenburg kommen. Und ist das schwer, an Karussells ranzukommen? Ja, das Geschäft ist nicht einfacher geworden, weil mittlerweile einige Großfahrgeschäfte, die hier auch beliebt waren, verkauft wurden in verschiedene Parks, auch nach Saudi-Arabien. Aber dennoch sind wir hier sehr gut aufgestellt. Wir haben ein wunderbares Highlight-Programm hier und wir freuen uns wieder auf den Kramermarkt. Und ich glaube, trauen Sie sich da rein? Ja, mal gucken. Es sind ja noch 10 Tage. Ich werde da sicherlich mal reingehen. Also ich bin noch ein bisschen am Überlegen, aber vielleicht, Arne, kannst du ja in so ein Fahrgeschäft gehen. Nein, 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 nein. Auch dieses Excalibur da auf gar keinen Fall, Anna. Ich wusste, dass die Frage kommt. Nein, ich wünsche trotzdem allen Beteiligten ganz viel Spaß und liebe Grüße an Anna Körber nach Oldenburg.